Am Wochenende ging es heiß hier, vor allem im thüringischen Groß-Gölitz. Allerdings nicht nur auf dem Thermometer, sondern vor allem auf der Festwiese. Denn hier kreischen an beiden Tagen die Kettensägen der Weltelite der Holzskulpturenkünstler um die Wette. Und wir waren dabei. Insgesamt 12 der weltweit besten Schnellsäger haben sich auf den Weg nach Thüringen gemacht, um beim Festival Holz Flory & Friends die Kreissäge um die Wette zu schwingen. Darunter Künstler aus den USA, Ecuador oder Norwegen. Im Handgepäck bei allen natürlich diverse Kettensägen, denn auch Künstler mit schwerem Gerät sind extrem wählerisch. Es gibt verschiedene Teilungen und verschiedene Längen und also das ist eigentlich eine Wissenschaft für sich. Das ist sehr umfangreich, sage ich jetzt mal so. Und jeder hat da seine Favoriten, welche Säge er was für was nimmt. Das ist wie beim Bildhauer, sage ich mal, die Eisens, bei uns ist die Motorsäge. Geladen hatte kein geringerer als der amtierende Weltmeister im Kettensägen-Schnellschnitzen, Florian Lindner. Der 31-Jährige stammt aus der Region und ist mit Herz und Seele Holzkünstler. Er schnitzte bereits bei Wettkämpfen auf allen Kontinenten und traf dort viele Gleichgesinnte, die wie er Holz und Benzin im Blut haben. Das sind alles meine Freunde, deswegen auch Holz Florian Friends. Und dieser Traum bestand schon immer, dass wir irgendwann mal hier unser eigenes Festival organisieren. Wir haben klein angefangen vor 3 Jahren und jetzt ist es mittlerweile schon relativ groß. Also wir haben 13 Säger aus 8 Nationen, das ist, und auf so einer Bühne, das ist einmalig. Und das hat sich auch unter den Fans herumgesprochen, die trotz sengender Hitze in Scharen angereist sind. Dass man das so aus einem Stamm herausholen kann, also ich würde das nicht sehen, dass sowas in dem Stamm verborgen ist. Einfach innerhalb von einer Stunde so eine tolle Figur aus einem rohen Baumstamm zu schnitzen, ist einmalig. Dann steht der Höhepunkt des Tages an. In 60 Minuten muss aus einem Holzklotz eine Märchenfigur entstehen. Und ausgerechnet beim Weltmeister versagt die Technik. Mir ist 3-mal die Kette runtergesprungen von der großen Säge und die habe ich unbedingt gebraucht, die große. Sie ist mir noch nie runtergefallen, jetzt 3-mal hintereinander. Das ist unglaublich. Trotzdem ist die Veranstaltung ein voller Erfolg. Nicht nur, weil durch die Versteigerung der Skulpturen viel Geld für die Kitas des Ortes gewonnen wurde, sondern auch so manches Herz von großen und kleinen Fans.